Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge haben wir unter anderem eine Schatzkarte bekommen und ich habe mir das mal angesehen und die ist sogar hier in der Nähe. Deswegen würde ich ehrlich gesagt ganz gerne die Schatzkarte mit euch machen. Also sie soll hier in der Nähe sein, sagen wir es mal so. Ich hoffe, dass wir den Eingang finden. Soll eigentlich direkt hier vorne irgendwie. Ah, Moment, das war's, glaube ich. Sehr schön. Oder natürlich auch nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie schwer das Ganze jetzt hier ist. Okay. Ja. Die ersten Viecher, die sind immer ganz einfach und dann. Dann wird es plötzlich so komisch. So, da oben ist der Boss. Ich spare mal eben meine Kräfte. Oh, ist das schon der Boss? Was ist jetzt los? Hallo? Was war das? Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt war, warum da jetzt dunkel geworden ist. Hallo? Kriege ich jetzt keine Belohnung oder was? Hä? Ist das hier verbuggt? Moment, doch, einen Ring habe ich, glaube ich, bekommen, oder? Oder ist der. Habe ich den noch von vorhin? Also, ich habe jetzt hier nichts gesehen, was jetzt rausgekommen wäre. Oh, toll. Hallo. Kommen wir noch mehr? Tja. Also das war jetzt irgendwie ein Satz mit X. Weil ich meine, ich habe da nichts bekommen. Kann sein, dass ich den Ring da bekommen habe. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich meine, ich habe nichts Ich bekommen. bin nur knapp entkommen. Sollte ich nicht Wir mit dem waren auf sprechen? dem Weg zum Nomadentreffen, als sie angriffen. Sprich, ach so, okay. Papa, Sie haben alle mitgenommen. Ich werde sie alle wiederholen. Revel sollte das wissen. Was denn? Dass sie die mitgenommen haben, oder was? Wer bist du? Du suchst Donner? Donner wurde von den Banditen entführt. So wie viele andere, die sich aufgrund der Versammlung hier einfanden. Ich selbst hatte Glück. Diese beiden Personen, Lokon und Barat, halfen mir zu entkommen. Sie waren früher selbst Banditen, hatten dann aber einen Sinneswandel und beschlossen, uns zu helfen. Wirst du uns ebenfalls helfen? Ich danke dir. Bitte geh und suche Lokon. Er brach auf, um zu schauen, was die Banditen vorhaben. Bitte rette die Nomaden. Ja. Wieso die Nomaden? Ach so, ja, klar, die Nomaden. Ich habe jetzt gerade die Banditen im Kopf gehabt. Gehörst du zu den. Ich war mal ein Bandit und jetzt verdächtige ich andere Leute. Wieso Verdächtige? Warum ich heute anders denke? Nun, ich bin vielleicht kein guter Kerl, aber weigere mich, mit Hilfe Unschuldiger ein Lösegeld zu erpressen. Ich freue mich, dass du helfen willst. Ob sich unter den Gefangenen eine Schamanin befindet? Ob es eine alte Frau ist? Nun, sie schickt dem Boss ständig Flüche entgegen und stellt seine Geduld auf die Probe. Wenn du sie retten willst, solltest du dich besser sputen. Mein Boss, Dardan, ist ziemlich wütend auf sie.
Er hat gedroht, sie selbst zu töten, nachdem alle anderen Gefangenen gegen ein Lösegeld freigelassen wurden. Sie muss sich also irgendwo in der Nähe meines Bosses befinden. Wenn du sie rettest, solltest du das dem alten Nomaden Reov beim Nomadenlager wissen lassen. Da er mich nicht sehr mag, wäre es besser, wenn du an meiner Stelle gehen würdest. Okay. Das ist geil. Okay, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal das Ding aktivieren. So, einmal das. Hallöchen. Du bist der Fremdling, der den Nomaden geholfen haben soll, nicht wahr? Ich bin Kervan. Ich habe eine Bitte an dich. Wir sind zwar den Banditen entkommen, aber ohne unsere Nahrung. Bedauerlicherweise können unsere Vorräte sich nicht einfach selbstständig machen. Schade, ne? Also geh bitte und verbrenne unsere Nahrung. Wieso verbrennen? Sie sollen nicht den Banditen in die Hände fallen. Nichts davon. Und bring mir außerdem meine Medizintasche zurück, die sich ihr Anführer Dardan geschnappt hat. Ich brauche sie, um meinen Leuten zu helfen. Danach werde ich die anderen evakuieren. Wir sehen uns im Nomadenlager. Bitte sei vorsichtig. Wieso soll ich die verbrennen? Wieso soll ich nicht zumindest das, was ich tragen kann, mitnehmen? Was ist das für Quatsch? Begib dich zum Unterschlupf, rette Donner und die Nahrung ist dann dahinter. Okay, ja, da ich eh retten muss, gehe ich mal zu... Moment, hier ist noch Nahrung. Achso, jetzt ist rette Donner dahinter, okay. Moment, hier oben ist auch was. Oh Junge, ernsthaft. Nein, ihr könnt nicht mal. Ich war schon längst weg. So, wo ist noch was Nahrung hier? Da. Dann gehen wir doch mal unsere Schamanin befreien, die dem Boss die Flüche entgegenwirft. Du bist der Boss, nehme ich mal an. Du warst der Boss. Das ist aber nur ein gefangener Nomade. Es kann doch nicht sein, dass das ernsthaft der Boss ist. Der kippt ja direkt wieder um. Das ist aber der Boss. Okay. Na gut. Oh. Die Himmel haben mich gerettet. Ich wurde auf meinem Weg zur Versammlung entführt. Übrigens, was ist mit den anderen geschehen? Ich bin doch nicht die einzige Person, die überlebt hat, oder? Oh, was ist jetzt los? Leute. Oh, die Himmel haben mich gerettet. Klappe. Ich schaue mich um, ob es noch weitere vermisste Personen gibt. Gibt es etwas, was du mich fragen wolltest? Wir reden in Ruhe, wenn wir weiter wieder zurück... Oh, hey, willst du mich veräppeln hier? Ernsthaft jetzt? Die im Nomadenlager sind. So. Lass es mich wenigstens abschließen. Das ist doch... Sowas ist wirklich richtig scheiße. Du kannst nicht mal die Quest hören. Also ja gut, hören sowieso nicht, weil das wird ja nicht richtig vertont. Aber, also nur die erste, den ersten Satz halt. Aber was mich wirklich, wirklich nervt, und das hatte ich ja schon mal angesprochen, sind diese Momente, wenn man einfach nur den Text lesen will
Und im nächsten Moment wird man ständig angegriffen von den Leuten, die man gerade erst getötet hat. Also, ich meine, schneller Respawn ist ja alles schön und gut, aber so schnell muss es nun wirklich nicht sein. Ich kann einfach nicht glauben, dass so eine kurze Distanz reicht, um mich zum Keuchen zu bringen. Huh. Hey, Heldin, bist du beschäftigt? Diese Banditen werden dafür bezahlen, wie sie mich behandelt haben. Also habe ich etwas von ihrem frischen Fleisch gestohlen, bevor ich aus ihrem Unterschlupf geflüchtet bin. Ich will das Fleisch hier zum Nomadenlager bringen, bevor es schlecht wird. Aber wie du siehst, bin ich total außer Atem. Würdest du dieses Fleisch bitte bei Shahakal im Nomadenlager abliefern? Und du beeilst dich besser. Nicht, dass das Fleisch schlecht wird. Kein Problem. So, wir haben unten übrigens auch noch einen Triporter, den wir freischalten müssen. Was ist der Kerl? Das ist Salzfelsen, Schildkrötenfleisch. Möge die Sonne Bahuma segnen. Würdest du bitte das Fleisch wie Layo im Nomadenlager überreichen? Könnt ihr eigentlich nicht selbst die drei Schritte laufen? Das ist ja schrecklich. So, warum Moment. Sind alle so langsam? Weil die nicht auf dem Pferd reiten vielleicht. Hahaha, du hast diesen Banditen eine Lektion erteilt. Dank dir müssen wir uns keine Sorgen mehr über Nahrung machen. Vielen Dank, Mondgöttin. Möge die Sonne deine Reise erhellen. So, den Triporter müssen wir noch freischalten hier, ne? Das machen wir am besten vorher, bevor ich das vergesse. Vertrau mir, du findest hier keine besseren Angebote. Diese Farbe, diese Texturen. Dieses Fleisch ist qualitativ äußerst hochwertig. Möge die Sonne dich und Bahuma segnen. Oh, du bist doch... Ja, bin ich. Ich habe gehört, du hilfst meinem Volk seit Saland. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und was führt dich nach Judia? Ob es in Aregal Monumente gibt, die Inschriften über Enkavia tragen? Haha, Monumente wie? Die alte Donna weiß über derartige Dinge mehr als sonst jemand. Aber du solltest nicht jedes ihrer Worte auf die Goldwaage legen. Die Hälfte von dem, was Donna so sagt, ist Unsinn. Insbesondere glaubt sie an die Existenz von Morai. Ich glaube, sie ist inzwischen alt genug, um senil zu werden. Egal. Am besten, du sprichst mit ihr. Frag mal Donna, aber mach dir nicht zu viel Hoffnung. Vielen Dank. Hier kommt meine Retterin. Also, was bringt dich zu einer alten Frau wie mir? Wie? Wie kommt es, dass ein Fremdling wie du von solchen Monumenten weiß? Warte, ist das dein Ernst? Suchst du tatsächlich nach Morai? Selbst die Meinigen glauben nicht mehr an die Existenz von Morai. Aber ich sage dir, ich bin weder senil noch wahnhaft. Morai existiert tatsächlich. Ich werde dir verraten, wohin du dich begeben musst, um zu finden, was du suchst. Geh und sieh dir diese Monumente selbst an. Danach reden wir erneut. Jedes Mal, wenn wir ein Treffen haben, bitten mich viele Nomaden, ihre Zukunft zu lesen. Ich bin doch Schamanin und keine Wahrsagerin. Wie auch immer. Zum Wahrsagen brauche ich jedenfalls Salzwurmzähne und Salzwurmhaut. Würdest du meinem Lehrling Prake einige Exemplare davon bringen? Ja, wenn es sein muss. Sie sind nicht schwer zu finden. Sieh einfach genau hin. Ja, kein Thema. Wir sprechen noch eben mit ihm. Hast du die Bärerschlangen beim Lager gesehen? Erst die Banditen und jetzt diese Schlangen. Wir haben keine ruhige Minute. Einige unserer Krieger haben vor Tagen das Lager verlassen, aber sie sind noch immer fort. Ich würde dich bitten, auf deinem Weg zum Monument nach ihnen zu sehen. Warum sind alle so langsam? Achso, das ist hier diese tiefsitzende Dorn. Das habe ich ja eh nicht gemacht.
Dann muss ich da... Ja, ich war gerade am Lesen. Drei... Nee, Moment. Da muss ich erstmal kämpfen. Da muss ich was durchsuchen. Und da zum Monument. Okay. Aber hier muss ich erstmal kämpfen. Salzwurm, Zähne und Haut. Seht ihr das? Also Meeresschlangen. Gibt es hier Salzwürmer? Das sind auch wieder Meeresschlangen. Hallo, Salzwürmer. Seid ihr das? Sieht so aus. Dass Würmer nicht so alles bei sich haben, sogar Unterhosen. Okay. So, dann müssen wir den ersten Ort, den zweiten Ort, den dritten Ort finden. Ah, hier. Wo ist der denn? Da ist er. Okay. Und dann das Monument. Da ist es auch. Um das in Finsternis gehüllte vergessene Königreich zu finden, bereiste ich die Wüste für eine gefühlte Ewigkeit. Aber letztendlich fand ich seine Spuren. Und ich werde mich bald dorthin begeben. Diese Nachricht ist für den Fall, dass ich es nicht schaffe. Wer immer nach den Überresten Enkavias sucht, merkt euch. Der Eingang zu Morai wird von dem Wasser geöffnet, das das Genesis-Licht hält. Das Wasser, das das Genesis-Licht hält. Okay. Ja, da muss ich jetzt nur noch zurück. Habe ich hier erstmal alles erledigt. Zischt mich doch nicht so an. Ich bin schon so lieb und lasse euch am Leben. So, Moment, da oben ist einer. Du bist gekommen. Warst du schon erfolgreich? Vielen Dank. Bitte akzeptiere dies als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, sehr schön. Da ist auch noch was zum Lernen drin. Die anderen Sachen sind allerdings nicht besser. Die lasse ich mal. Dann du hast die Monumente gesehen. Ja. Ich muss erstmal zum Fragezeichen. Warum sind alle so langsam? Sie sind auf Banditen getroffen. Und ich hatte die Meeresschlangen im Verdacht. Wir sollten vorsichtig sein, damit sie nicht umsonst gestorben sind. Ich danke dir. Ah, das sieht auch gut aus. Eid der Banditen. Sehr schön. Du hast die Monumente gesehen. Ja. Jetzt können wir reden. Die Tore von Morai öffnen sich durch Wasser? Das Wissen der Schamanen, das über Generationen hinweg überliefert wurde, enthält bestimmt die Antwort darauf. In einer Wüste wie dieser ist es nicht leicht, an Wasser zu kommen. Ich wette, dass Donna mehr darüber wissen könnte. Dann frag Bitte, sie doch. Sprich mit Donna. Ach, ja, ich erinnere mich. Ich dachte, es hätte was mit dem Regenritual zu tun. Doch im Monument ist unser Treffen, wichtiger. Wir müssen uns gegen die Banditen verbünden, die Judia ins Chaos gestürzt haben. Mittlerweile hätten alle ankommen sollen. Würdest du bitte den Zustand der Trommel beim Treffpunkt überprüfen? Ich komme bald nach. Bitte geh zum Treffpunkt. Was ist denn der? Da oben? Ach,
Okay. Ist das jetzt wieder ein Dungeon? Sieht mal so komisch aus. Bitte, höre auf die Stimme Judias. Ich wusste, dass jetzt ein Dungeon kommt. Ich hoffe, dass wir den Götter, noch in dieser Folge hinkriegen. Bitte wacht über die Nachkommen Enkavias. Bitte hilf uns dabei, uns zu vereinen. Oh, Scheiße. Da sind sie! Nein, komm weiter. So, haben wir noch welche? Oh, ich weiß, was jetzt kam. Oh, oh. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Es gibt keinen Kommen. Mein neues Haustier ist völlig ausgehungert. Los! Vernichte sie! Warte! Nein! Sie! Nicht mich! Sie! Du dummer Wurm! Deine Entscheidung beeinflussen, wie eine Quest sich entwickelt. Okay. Das wusste ich jetzt noch nicht. Ich versuche ihn trotzdem mal zu retten. Letztes Mal habe ich ihn nämlich ignoriert. Mal gucken, was dann passiert. Wow! Hilfe von einem Feind zu erhalten. Wenigstens hat kein anderer Bandit das gesehen. Okay. Jetzt kommst du an, jetzt bist du ihn erledigt. Leute, zurück! Diese Kreatur ist vom Bösen befleckt. Ich kümmere mich darum. Ja, man weiß es nicht, was das jetzt für eine Auswirkung hatte. Zum Glück war der Schaden gering. Das muss schwer für sie gewesen sein. Aber ich war wirklich überrascht. Wer hätte gedacht, dass ich je einen mystischen Riesenwurm in echt sehen würde? Der Riesenwurm ist eine Kreatur, die durch die Magie Enkavias entstand. Sie muss also überlebt haben, was auch immer der Untergang Enkavias einleitete.
Und seitdem hat dieses Monster die Salzwüste durchstreift. Ja, ich weiß wirklich nicht, was das jetzt für eine Auswirkung hat, weil bei meinem anderen Schach habe ich es ehrlich gesagt ignoriert und den einfach sterben lassen. Dank dir und dem Priester verlief das Treffen ohne Probleme. Außerdem hast du den Kampfgeist dieser Banditen gebrochen. Wir mussten zwar noch immer die Nachtzügler zusammentrommeln, aber das schaffen wir auch alleine. Ich danke dir. Du hast gute Arbeit geleistet. Das werde ich dir nicht vergessen. Von heute an betrachten wir dich nicht länger als Fremdling, sondern als Freundin der Nomaden. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert, aber ich werde nach besten Kräften das Regenritual durchführen. Ich möchte beweisen, für dich und auch für uns, dass Morai tatsächlich existiert. Einer alten Geschichte nach bedarf es zum Beschwören von Regen eines alten, von der Sonne geschaffenen Juwels. Ich glaube, damit ist das Solarsalz gemeint, das man nur in Judia findet. Bitte durchsuche den Wurmtunnel nach dem glitzernden Salz und bring, was du findest, zu Pracke. Sie wird überprüfen, welches Salz... Es heißt, dass ein magisches Opfer und ein ernstes Gebet zu Regen führen soll. Der Regen sollte dir dann den Pfad nach Morai weisen. Ich werde leider das Regenritual vorbereiten. Danke. Oh, gerne, gerne. Besorge Solarsalz aus dem Wurmtunnel. Na ja, komm, dann machen wir das nochmal eben. Magie funktioniert. Ich wollte eigentlich jetzt die Quest abschließen, aber... Schauen wir nochmal eben. Ich glaube, wir müssen auch nur einmal was holen, ne? Ja. Dann machen wir das nochmal ganz schnell vorher. Ich hoffe, der Zauber sieht brauchbar aus. Aber das reicht nicht. Große Rituale wie die Regenbeschwörung bedürfen sehr vieler Materialien. Hier, nimm dieses Pulver. Es entstammt dem Panzer von Salzschildkröten. Das wird sich für Donners Magie als nützlich erweisen. Ist das Solarsalz? Ja. Da du das Solarsalz mitgebracht hast, können wir mit dem Zauber beginnen. Bitte, lege das Salz auf den Altar. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie zuvor versucht. Ich hoffe, es klappt. Wuhu! Schau mal, es glüht. Ja, und wir haben Ohrringe bekommen. Morai? Morai, die alte vergessene Stadt unseres Volkes. Es war kein Mythos. Morai ist tatsächlich hier. Es war schon immer hier. Oh, den Göttern sei Dank. Ich wusste, dass meine Mutter mir nicht die Unwahrheit gesagt hat. Du bist der Grund. Ich kann nur deshalb meine Augen an Morai weiden, weil du vom Himmel geschickt wurdest. Und? Wirst du Morai jetzt betreten? Dann sei besser vorsichtig. Als Enkavia verschwand, passierte dies ganz urplötzlich. Niemand weiß, welche Gefahren dort lauern. Mögen die Götter dich segnen. Komm sicher wieder zurück. Boah, ist das echt?
Ja, das ist echt. Ich würde auch gerne noch mit Amel sprechen. Aber erstens ist diese Folge schon wieder ziemlich lang geworden bisher. Und zweitens, können wir das auch noch am Anfang der nächsten Folge machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge geht es dann auf nach Morai. Bis zur nächsten Folge. Ciao!